Herzlich willkommen zu unserer Coffee Lecture. Wir sprechen heute über Normen und stellen Ihnen unter anderem die neue Datenbank Nautas vor. Mein Name ist Carsten Sellin und im ersten Teil werde ich Ihnen zeigen, was eine Norm überhaupt ist, wie sie entsteht und welche Normen wir an der TU lizenziert haben. Der erste Teil bleibt also erstmal eher theoretisch. Danach wird meine Kollegin Nicole Malige Ihnen in einer Live-Recherche die praktische Seite der Norm vermitteln. Im Schlussteil werde ich noch darauf eingehen, was bei zurückgezogenen Normen zu beachten ist. Dann starten wir auch direkt mit der Frage, was Normen eigentlich sind. Eine Norm ist eine technische Regel oder anders ausgedrückt eine Empfehlung, die den Stand der Technik festhält. Es besteht keine rechtliche Verbindlichkeit, das heißt, es steht jedem frei, ob er sich an Normen hält und diese beachtet oder eben nicht. In den Fällen aber, für die es Rechts- und Verwaltungsvorschriften gibt oder wenn Verträge vorliegen, in denen klar geregelt ist, dass eine bestimmte Norm eingehalten werden muss, dann erlangen Normen sehr wohl rechtsverbindlichen Charakter. Das klang jetzt sicher erstmal alles sehr abstrakt. Um konkreter zu werden, haben wir hier einige praktische Anwendungen aus dem alltäglichen Leben für Sie herausgesucht. Wir alle kennen und nutzen das DIN A4-Format, und auch USB-Sticks, Tankstutzen und Schrauben sind normiert. Hier nochmal zusammengefasst, warum sind Normen wichtig? Normen dienen der Rationalisierung, der Sicherheit, dem Umweltschutz und der Verständigung untereinander, also in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit. Sie schaffen somit Klarheit zwischen Lieferanten und Kunden und erleichtern Konstruktion, Fertigung und Instandhaltung. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie eine Norm entsteht. Dafür erzähle ich erstmal etwas über das Deutsche Institut für Normung. Das DIN ist ein eingetragener Verein, den es seit 1917 gibt. Mitglieder des DIN sind Hersteller, Verbraucher, Wissenschaft, Dienstleistungsunternehmen, das Handwerk, technische Überwachung, der Staat sowie sonstige interessierte Kreise, die sich zusammensetzen an einen runden Tisch, um dort den Stand der Technik zu ermitteln und diesen in einer gemeinschaftlich akzeptierten DIN-Norm festzuhalten. Die tatsächliche Arbeit der Normung erfolgt dabei in sogenannten Arbeitsausschüssen. Von denen gibt es ca. 4.100 und dort werden Normen ausgearbeitet, aber auch überarbeitet oder zurückgezogen. Übrigens, kurz nach Gründung des DIN entstand die erste DIN-Norm, die DIN 1, zu dem Thema Kegelstifte. Die wurde aber mittlerweile ersetzt durch die DIN EN 2233-9. Diese Grafik veranschaulicht die einzelnen Schritte, wie eine Norm entsteht, vom Normungsantrag bis zur endgültigen Norm. Nachdem der Normungsantrag gestellt wurde, dazu ist übrigens jeder berechtigt, wird von Interessens- und Expertengruppen ein Normentwurf erarbeitet. Dieser wird dann an die Öffentlichkeit herangetragen und von ihr kommentiert. Anhand der Kommentare erfolgt eine Überarbeitung des Entwurfs und im letzten Schritt dann die Veröffentlichung der endgültigen Norm. Alle 5 Jahre wird die Norm auf ihre Aktualität hin überprüft. Die Universitätsbibliothek der TU Berlin ist seit 1917 Auslegestelle für gültige DIN-Normen. Der Begriff Auslegestelle wurde vor einigen Jahren bundesweit zu Normen-Infopoint umbenannt und den finden Sie bei uns in der Zentralbibliothek auf der 2. Etage an der Informationstheke. Jetzt wird es spannend. Welche Normen haben wir an der TU? Wir haben gültige DIN, ISO, VDI und VDE-Normen lizenziert. Das heißt, Sie können bei diesen Normen auf die Volltexte im PDF-Format zugreifen. Das machen Sie entweder über Nautas. Nautas ist der Nachfolger der Perinorm. Hier finden Sie ca. 2 Millionen Nachweise zu Normen und die Volltexte der gültigen DIN, ISO und VDI-Normen. In Nautas ist neuerdings auch das DWA-Regelwerk enthalten. In der VDE-Normenbibliothek online finden Sie entsprechend ausschließlich VDE-Normen. Darüber hinaus haben wir aber noch weitere Normen im Bestand, zum Beispiel die IEEE-Standards.
Die sind aber tatsächlich nur für TU-Mitglieder zugänglich über die IEEE Explore Digital Library. Als weitere Normwerke haben wir in gedruckter Form noch das DVGW-Regelwerk, die RAL, und das VDMA-Regelwerk im Bestand. Darauf wollen wir heute aber nicht eingehen. Unser Fokus liegt weiterhin auf den DIN, ISO, VDI und VDE-Normen. Welche Zugriffsmöglichkeiten auf Normen gibt es an der TU? Der Zugriff erfolgt über EduRoam und einem TUB-Account oder für Externe mit Internet-Login am PC in den Bibliotheken. Die Voraussetzung hierfür ist ein gültiger Bibliotheksausweis. TU-Mitglieder können auch von zu Hause aus auf die Datenbanken zugreifen. Dazu muss ein VPN-Client installiert werden und ganz wichtig, man muss im 2-TU-Full-Tunnel eingeloggt sein. Über Nautos dürfen Sie gültige DIN, ISO, VDI und DWA auf einem selbst mitgebrachten USB-Stick speichern. Bei VDE-Normen sieht es hingegen anders aus. Der VDE hat strikte Zugriffsrichtlinien, das heißt, es ist nur ein lesender Zugriff gestattet. Das Speichern oder Downloaden ist nicht erlaubt und auch technisch gar nicht möglich. Jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis zu den Nutzungsbedingungen. Die Nutzung der Normen ist nur zum ausschließlich eigenen wissenschaftlichen Gebrauch gestattet. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich gebe jetzt weiter an meine Kollegin Nicole Malige, die Ihnen jetzt die von mir bisher nur theoretisch vorgestellten Datenbanken praktisch vorführen wird. Ja, dann herzlich willkommen auch von mir. Genau. Bevor ich Ihnen die beiden Datenbanken gleich zeigen werde, habe ich noch eine kleine Folie mitgebracht für alle, die sich ganz neu. Die sich ganz neu erst mit Normen beschäftigen. Danke. Sorry, kleine Verzögerung. Genau. Wie sehen Normenangaben denn eigentlich aus? Also ich habe Ihnen einfach nur mal so einen Überblick kurz mitgebracht, damit Sie so eine Vorstellung haben, falls sie es ganz neu für Sie ist. Also die Normen sehen halt immer eben das DIN-Kürzel und dann eine ein- bis fünfstellige Zahl dahinter. Da kann auch noch ein Strich 1 sein, das bedeutet dann Teil 1. Dann kann Ihnen auch die EN-Normen begegnen. Das sind dann europäische Normen, also das EN steht für europäische Normen. Dann gibt es auch noch das Kürzel ISO dazu, zusätzlich zu den DIN. Das bedeutet dann, dass das auch eine internationale Norm mittlerweile ist. Und wenn dann IEC das Kürzel auftaucht, dann war auch noch die International Electrotechnical Commission damit beteiligt. Genau. Aber ISO-Normen gibt es auch natürlich für sich. Das sind halt die internationalen Normen. Und in dem Fall ist übrigens ISO keine Organisation. Dahinter steckt zwar die Internationale Organisation für Normung, aber ISO steht eigentlich für das griechische ISOS und meint einfach nur gleich. Dann haben wir, wie gesagt, neu die DWA, Arbeits- und Merkblätter. Da bedeutet immer das Strich A oder das Strich M, ob es sich um ein Arbeitsblatt oder ein Merkblatt handelt. Dann gibt es eben auch alle VDI-Richtlinien. Und da gibt es häufig auch noch das VDE-Kürzel dazu. Das müssen Sie nicht unbedingt in dem Fall beachten. Warum das rot ist, erzähle ich Ihnen gleich. So, und in der VDE-Normbibliothek gibt es würde eine normale, klassische VDE-Norm einfach so aussehen, wie hier unten, einfach so gedoppelt. Und dann gibt es eben sehr häufig so diesen Spezialfall, beziehungsweise ist ja nicht speziell, aber eben tritt sehr häufig auf, dass DIN und VDE zusammen auftauchen. Und diese DIN-Normen sind auch in Nautos verzeichnet, aber da finden Sie nicht den Volltext. Wenn Sie da immer entdecken,
in Nautilus bei der Recherche, dass da VDE mit beisteht. Dann müssen Sie einfach nur die Datenbank wechseln und dann finden Sie das, diese DIN-Norm in der VDE-Normenbibliothek. Und bei VDI-Richtlinien brauchen Sie es nicht beachten. Ich hoffe, das verwirrt nicht, aber nur, dass Sie es schon mal gehört haben. So, dann gehe ich genau ins Internet. Stoppe ich mal hier die Präsentation kurz. So, jetzt zeige ich Ihnen die beiden Datenbanken und zwar auch, wie Sie eigentlich erstmal überhaupt dahin kommen auch von unserer Homepage aus. Also hier untersuchen und ausleihen finden Sie in dieser Reihe Normen und Regelwerke. Und das ist unsere Normen-Info-Seite. Da finden Sie hier oben gleich im Kasten den Zugriff zu Nautilus und die Nutzungsbedingungen und auch VPN, also wie Sie halt dieses VPN einrichten können, damit Sie darauf zugreifen können. Und hier unten sind noch Reiter. Da gibt es zu allen Normen halt so eine Kurzinfo nochmal. Genau, wo Sie die finden. Und zum Beispiel bei DIN ist auch nochmal eine ziemlich lange Erklärung dabei, welche Inhalte überhaupt in Nautilus vorhanden sind. Und hier entweder können Sie darauf klicken und eben auf den Link. Und dann kommen Sie eben auf die Startseite, wenn Sie im TU-VPN sind. Sollte da irgendwas kommen mit Anmeldung oder mehrere Schlitze, dann genau sind Sie offensichtlich nicht im VPN drin bei uns. Und deswegen müssten Sie vielleicht, wenn Sie gerade zu Hause eben versuchen, darauf zuzugreifen als Studierende, gucken, ob Sie wirklich im Fulltunnel sind. Das ist häufig das, was meistens vergessen wird, weil die Voreinstellung in diesem VPN-Client ist immer Split-Tunnel und damit geht es dann leider nicht. Genau. Und hier in Nautilus haben Sie hier oben, können Sie nochmal die Sprache wechseln. Und unter FAQ sind eigentlich eher genau die ganzen Anleitungen und auch die Videos dazu. Also da können Sie selber auch mal stöbern, das ist alles von dem Verlag. Und die Einsteigervideos finden Sie unter Übersicht Hilfevideos. Das ist leider ein bisschen nach unten gerutscht hier, aber da wäre das zum Beispiel, wenn Sie erstmal damit so sich bekannt machen wollen. Ups, falsch da. Genau. Und genau. Voilà, Autos. Sorry, jetzt nicht was. Dann starten wir einfach mal eine Beispielsuche. Und zwar die DIN 258. Und genau die erste ist die Norm, ist auch schon unsere, die wir gesucht haben. Und da können Sie mal an dem grünen Haken sehen, dass es aktuell ist. Hier ist auch nochmal das Ausgabedatum. Und hier dieses blaue Volltext, also das ist das Volltextsymbol. Dieses blaue Symbol sagt Ihnen, dass da ein Volltext vorhanden ist. In der Regel ist es immer die gültige Norm, wo auch wirklich ein Volltext vorhanden ist. Und da müssen Sie einfach nur draufklicken einmal. Vielleicht klappt es ja jetzt ganz schnell einmal zur Demo. Ja, manchmal dauert es leider noch ein bisschen länger, weil halt noch an der Datenbank ein bisschen gebaut wird, aber genau. Und dann hier oben wäre das PDF-Symbol. Da könnten Sie dann nochmal draufklicken, dann haben Sie wirklich das PDF und das könnten Sie halt mit diesem File hier dann herunterladen und sich eben abspeichern, auch auf einem Stick. Okay, dann gehen wir jetzt hier raus. So. Ansonsten gibt es hier, wenn Sie auf die Dokumentnummer klicken, dann haben Sie hier auch noch weitere Informationen. Also zum Beispiel eine Historie, Vorgängerdokumente, alles Mögliche. Ich zeige Ihnen nochmal gezielt gleich, was dann noch vielleicht hilfreich wäre vor allem. Also besonders hilfreich. Gut, aber jetzt suchen wir erstmal vielleicht eine DIN-Norm, die nicht mehr aktuell ist. Nochmal als Beispiel. Und zwar dieselbe, aber vom Jahr 1977. Und da klicken Sie bitte dann immer auf erweiterte Suchfelder.
dann können Sie hier noch, gibt es hier noch Filter, da können Sie halt einstellen, ob Sie nach Dokumentart nochmal einschränken möchten. Die Freitextsuche ist eigentlich auch mittlerweile gut geworden. Genau. Und es gibt sogar eine dynamische Suche mittlerweile. Da können Sie nach boolschen Operatoren mit AND, OR or NOT auch suchen. Aber in diesem Fall braucht man natürlich nur das Ausgabedatum und da tippen wir in beide Schlitze mal 1977 ein. Und mit dem Suchergebnis klar, ja, ist es halt nicht mehr aktuell und dadurch ist es hier das blaue Volltextsymbol leider nicht mehr vorhanden. Und dann können Sie halt da mal auf die Dokumentnummer klicken und dann ein bisschen runterscrollen. Und unter anderem gibt es noch den Passus einmal internationale Übereinstimmungen und auch abgedruckt in. Das sind die beiden Stellen, wo Sie sich vielleicht dann nochmal behelfen können. Weil hier gibt es auch dann nochmal meistens, also oft auch, wenn das passend ist, dann ist es meistens eine ISO-Norm. Genau, da gibt es eine internationale Übereinstimmung und wenn man da draufklickt, ist es tatsächlich, kommt man zu dieser ISO 8737 und wie man sieht hier auf der rechten Seite, gibt es da tatsächlich ein Volltextdokument. Also in dem Fall haben wir natürlich, das ist so ein bisschen fingiertes Beispiel gerade, weil wir haben ja auch die aktuelle Version von der DIN 258, aber nur damit Sie wissen, dass da manchmal auch noch was zu entdecken geht. Genau, und dann gibt es aber auch hier noch, unter auch abgedruckt eben noch einen Hinweis, ein guter manchmal. Da steht dann DIN Tab 43 hier, gerade an den letzten Stellen hier an den drei. Und das sind DIN-Taschenbücher, das heißt, das sind Bücher vom Verlag Voigt, wo diese Normen teilweise in Print noch abgedruckt sind. Und wie das, wie Sie da halt vielleicht noch die Normen finden können, das erzählt Ihnen gleich dann noch mein Kollege Herr Selin. Aber kurz zeige ich Ihnen noch schnell die VDE-Normbibliothek. Die möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Da gehen wir nochmal zurück auf die Norm-Info-Seite. Und zwar ist die hier nur unterm Reiter VDE Normen. Und da gibt es, hier sind auch nochmal die Nutzungsbedingungen auch nochmal stehen drin. Da halt ist wichtig, nochmal drauf zu achten. Und dann hier eben der Link VDE Normenbibliothek online. Da können Sie draufklicken. Und da werden Sie allerdings erstmal weitergeleitet zur Datenbank Infosystem DEBIS. Und hier kann man auch nochmal sehen, dass das eben den Hinweis mit dem TU-Netzwerk. Es gibt eine kleine Anleitung und welche Themen so in der Bibliothek, in der Normenbibliothek drin sind. Und genau, Sie können dann auf den blauen Link klicken und werden dann weitergeleitet zur VDE-Normenbibliothek. So, und so sieht die Startseite aus. Hier findet man auch eine Videoanleitung. Das ist, sind auch so ein paar kleine Videos. Und hier oben kann man unter dem Reiter auch nochmal eingrenzen, ob man ausschließlich DIN-VDE-Normen haben möchte oder IEC-Normen. Und hier unter Index gibt es auch nochmal die Möglichkeit, sich Stichwörter aufzurufen. Da könnte man natürlich dann auch nach ja, im Schlagwörtern nach dem Thesaurus quasi suchen. Und wie Sie hier auf der Startseite schon sehen, da erscheinen immer die Neuerscheinungen. Und da kann man auch dann gleich sehen, dass es unheimlich oft ist, dass die Kombination DIN und VDE vorhanden ist. So, und jetzt geben wir einfach mal ein Suchbeispiel ein. Das ist die VDE 0700. Strich 29. So, dann sieht man hier am Anfang, das ist nur ein Beiblatt. Erstmal, das ist nicht die Hauptnorm, also da müsste man immer so ganz kurz nochmal drüber lesen. Und hier ganz frisch 2023, das ist dann die Norm. Hier kann man auch nochmal sehen, dass unter DIN EN, also das ist eine ganz andere Ziffer, unter der Ziffer würde man es in Nautos finden.
Und hier ist eben ganz einfach, hier links ist noch ein Inhaltsverzeichnis, da können Sie auch die Pluszeichen aktivieren nochmal und das alles aufklappen und tatsächlich alles ansteuern. Also Sie können einfach gezielt auf ein bestimmtes Kapitel springen. Und hier ist eben der Volltext. Genau. Und dann übergebe ich Ihnen gerne nochmal an meinen Kollegen Herrn Rehlin. Der erzählt Ihnen jetzt nochmal was, wie es mit den zurückgezogenen Normen und den Lean-Taschen zu können. Genau. Was mache ich, wenn die von mir gewünschte Norm nicht mehr aktuell und somit zurückgezogen wurde? Sie können gerne immer uns fragen, entweder telefonisch oder über die allgemeine Mail-Auskunft. Ich zeige Ihnen aber trotzdem gerne auf, welche Möglichkeiten es gibt. Eine Option sind die DIN-Taschenbücher, in denen ältere DIN-Normen abgedruckt sind. In Nautas erhalten Sie den Hinweis auf ein DIN-Taschenbuch über den Vermerk auch abgedruckt in. In unserem Beispiel, die DIN 258, ist also im DIN-Taschenbuch Nummer 43 abgedruckt. Mit dieser Information können Sie jetzt in Primo recherchieren, ob wir den konkreten Band besitzen. Wir haben nicht alle DIN-Taschenbücher. Dabei wichtig zu beachten noch, der Begriff DIN-Taschenbuch muss ausgeschrieben werden. Die Kurzform DIN-TAB, wie hier in Nautos, das ist nicht ausreichend. Ja, welche weiteren Möglichkeiten gibt es noch, wenn wir selbst an der TU nicht den Volltext zu einer Norm haben? Sie können zum Beispiel eine Fernleihbestellung aufgeben, dann wird die Norm aus einer anderen Bibliothek beschafft, falls denn eine andere Bibliothek die gewünschte Norm besitzt. Oder Sie fragen direkt bei der TIP Hannover an, die haben auch zahlreiche Normen, insbesondere internationale oder ausländische Normen. Dabei müssen Sie aber beachten, dass zusätzliche Kosten für Sie anfallen können. Oder als letzten Ausweg und zugleich kostenintensivste Option, Sie kaufen die Normen direkt beim Beuth Verlag. Jetzt sind wir auch schon ans Ende unseres Vortrags gelangt. Gerne können Sie noch Fragen an uns stellen, hier vor Ort oder im Chat. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Jetzt hatten wir doch eine Frage im Chat. Carsten, ich würde vorlesen. Was ist der konkrete Suchbegriff für die Taschenbücher? Also Deutsches Institut für Normung, Taschenbuch oder anders? Ja, ich kann es gerne einmal vorführen. Und genau, und hier gelangt man dann zu unserem DIN-Taschenbuch, wo die DIN 258 drin abgedruckt ist. Ja, bei weiterer Titel steht es auch nochmal DIN-Taschenbuch 43. Und das ist in dem Fall bei uns auf der zweiten Etage. ZL 3210. Oh, ein Danke im Chat. Also ich denke, die Frage ist geklärt.